Am 24. August 2019 gibt es ja das große Schlagerfestival im Hofwiesenpark zugunsten der Tafel hier in Gera. Viele namhafte Schlagerkünstler haben sich bereit erklärt, dort kostenlos für den guten Zweck aufzutreten. Es wird am Nachmittag eine dreistündige Aufzeichnung des Hitschlager und mehr Awards 2019 geben, den Linda Feller moderiert. Und den Abschluss so ab 20 Uhr macht eine riesengroße Udo Lindenberg Covershow bis in den späten Abend. Wir sind gefragt worden, warum Tafel Gera, warum wird die begünstigt und nicht jemand anders? Genau das sehen wir hier. Ich stehe nämlich in der kuscheligen Wartezone, wo sonst die Kunden auf die Lebensmittelausgabe warten. Und alles andere, wie hier gearbeitet wird und unter welchen Umständen gearbeitet werden muss, dazu befragen wir jetzt Giselda Schädlich, die Chefin der Tafel. Wir durften uns vor kurzem kennenlernen und erstmal meinen allergrößten Respekt, was du hier mit deinen 50 ehrenamtlichen Mitarbeitern leistest. Unter diesen Umständen, um das darzustellen, sind wir jetzt einfach mal hier, damit jeder versteht, warum wir für die Gera-Tafel was tun müssen. Nicht nur geldtechnisch, sondern auch logistisch. Ein Umzug muss her, zentral nach Gera, wo menschenwürdige Zustände sind für deine Kunden. Hier ist die Ladezone und Gemüseausgabestelle. Das stimmt. Wir haben leider den Platz, nicht in Räumen die Ausgabe stattfinden zu lassen, sondern die müssen hier draußen ihre Waren in Empfang nehmen und die Beutel packen, weil wirklich wahr kein Platz ist, dass sie irgendwo, trotz Regen, Schnee und Sonne, stehen sie hier und holen ihre Ware hier ab und müssen sie hier in die Beutel eintüten. Bei Wind, wegen Wetter, Sturm. Bei jedem Wetter. Und das ist eigentlich traurig, weil die Ware ist ja nicht nass, die wird ja dann erst nass, denn so schnell kann keiner eintüten und einpacken. Die möchten ja auch nicht das Harte nach oben, das Weiche nach unten, das soll ja ordentliche Ware sein. Wenn wir die schon aussortieren, das sieht man ja dann an diesen Abfällen, die wir haben, dass sie ordentlich aussortiert wird und dass sie die dann die Ware einpacken können. Aber es geht leider nicht anders. Das heißt, ideal wären Räumlichkeiten, dass man praktisch in einem großen Raum die ganze Ausgabe von allen Lebensmitteln stattfinden lassen kann, damit jeder sich auch ein bisschen aufwärmen kann, Kaffee trinken, das ist momentan nicht möglich, ne? Das stimmt, das Kaffee trinken, da haben wir zwar ein kleines Stübchen dafür, aber aufhalten können sie sich halt nicht dort, weil die können ja nicht schon um 8 oder um 9, je nachdem wie die Bedürftigen erscheinen, sich hinsetzen, denn da ist ja nicht alle da, die eine fängt um 1 an, die andere fängt um 10 an, das sind unterschiedliche Zeiten, wo meine Helfer kommen und ich bin froh, dass überhaupt welche kommen, denn das machen sie alles ehrenamtlich, kostenlos und das macht nicht jeder. Das wissen wir selber. Aber die bereiten sich im Vor und machen die Vorarbeiten, dass die Bedürftigen, wenn sie kommen, auch was sie trinken haben, ein bisschen Kekse haben, dass sie sich unterhalten können. Das geht aber nicht gleich früh. Und das Wetter kann man nicht sagen, fangt erst mal an da zu regnen oder fangt erst mal da an zu schneien. Das ist nun das Schlimme. Und für uns wäre es wirklich schön, wenn alles gleichmäßig in den Räumen verteilt ist, dass sie ringsherum ihre Ware holen können, dass sie im Trockenen stehen und nicht in der Kälte draußen oder im Regen und im Schnee und im Sturm. Das heißt, ein großes Ziel und auch Bedürfnis für euch, von euch wäre, wenn es eine Räumlichkeit gibt, wo ihr auch warme Küche anbieten könnt, mal einen warmen Teller Suppe in den Mittag, wie man es von vielen Tafeln hört, was aber hier, glaube ich, wegen der Hygieneverhältnisse nicht möglich ist. Ne? Das stimmt. Wenn wir hygienetechnisch das hinkriegen würden, dürften wir natürlich auch kochen für die Bedürftigen. Das hatten wir mal eine Zeit lang versucht, dass wir das dürfen, aber leider ist es nicht möglich gewesen, anhand dieser ganzen Situation, wie das nun hier die Räumlichkeiten beschaffen sind. Okay, ich würde sagen, Giselda, führ uns mal weiter und wir schauen uns mal ein paar andere Gegebenheiten hier in der Tafel an. Das mache ich doch gerne. Danke. Das weiß keiner, ne? So, wo befinden wir uns jetzt hier, Giselda? Eigentlich ist das hier die Freigabeecke, weil wir dürfen aus hygienischen Gründen nicht alles geben. Was angeschimmelt ist, schneiden wir ab, stellen das hier zur Verfügung, wie zum Beispiel die Salate oder ein paar Möhren, die nicht mehr so besonders aussehen, nehmen sich manche für die Tiere mit. Das ist klar, weil ja manche haben ja Hasen und so. Oder sie nehmen es selber mit, putzen das und machen sich dann eine Suppe oder eine Gemüse oder einen Auflauf, wo sie sagen, das hilft uns auch schon weiter. Aber das entscheiden die Bedürftigen selber. Ja, aber hierfür habt ihr keine überdachte Räumlichkeit. Das heißt, das verweist hier vor sich hin. Regen und Schnee alles so draußen bleiben. Leider. Das geht aber dann abends weg in die Tonnen, weil der Biobern, das ist von uns, der das abholt, die Ware, die muss ja dann entsorgt werden. Das sind auch wieder Summen, die wir ausgeben müssen. Das heißt, wenn ihr mehr Kunden hättet, in zentraler Lage, bräuchte weniger weggeschmissen werden. Was habt ihr so an Müllkosten im Monat, was ihr so zu entsorgen? 1.500 Euro bis 2.000. Es kommt darauf an, wie viel Ware wir von den Sponsoren bekommen, wie die Ware aussieht. Ich kann den Sponsoren nicht sagen, gibt uns frische Ware. Es ist die Ware, die sie nicht mehr ausgeben können, laut Hygiene, die wir dann ein bisschen sortieren und putzen, sodass dann die Bedürftigen diese Ware bekommen können. Das heißt, Tafel 2.0, neuer Standort, neue Räumlichkeiten, weniger Müll. Mehr Einnahmen. Genau.
Und es wird alles wirtschaftlicher und dafür arbeiten wir jetzt. Genau so ist es. Das wäre sehr, sehr schön. Und darüber freuen wir uns, dass wir so viel Unterstützung bekommen. Die Mutter ruft den Hartnuchsen. Tschüssi, schönes Wochenende. So, wir befinden uns hier im sogenannten Kramstübchen der Gerer Tafel. Was hat es damit auf sich, Giselda? Das hat damit auf sich, dass wir Ware, die wir von Leuten bekommen, die ein bisschen mehr haben als die Bedürftigen, abgeben und dass wir den Bedürftigen etwas anbieten können. Zurzeit hat man sogar einen Sponsor von Kala, die uns Ware gegeben hat, nagelneue Tassenteller, die wir hier hinstellen, die sie auch für einen kleinen Opulus mitnehmen dürfen. Manchmal muss man absagen, das tut uns leid, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, das zu lagern. Denn wir wissen ja nicht, wann die Leute das brauchen. Es ist ja unterschiedlich. Die einen ziehen um, die sagen, wir ziehen in eine kleinere Wohnung, wir möchten gern was abnehmen. Die anderen sagen, wir bekommen eine Wohnung, wie die Asylbewerber bzw. die Leute, die jetzt Neubürger sind, wie man so schön sagt, die Ware brauchen. Aber das kann man nicht bestimmen, das kann man nicht beeinflussen. Und dann ist man froh, wenn man was da hat, dass sie was mitnehmen können. Das heißt, auch in der neuen Tafel soll dann ein größerer Raum da sein, wo man viel schöner aussuchen kann, wo man alles besser präsentieren kann. Und ja, wir arbeiten dran. Das wäre nett. Wir hoffen jederzeit, dass irgendwann mal sagt, es klappt, wir haben was für euch. Ihr könnt es euch anschauen. Und dann wären wir wohl glücklich und selig, die Mitarbeiter vor allen Dingen und die Bedürftigen, dass sie auch mehr sehen können und nicht so enge Platz machen müssen für den einen, für den anderen. Denn so viele passen dann nicht rein, dass man dann sagen kann, ihr könnt alle durchschauen. Wir befinden uns hier im ehemaligen Vereinszimmer der Gerer Tafel, was wir jetzt als Kaffeestübchen umgebaut haben, dass die Bedürftigen auch mal Kaffee trinken können, Tee oder Wasser, ein bisschen Kekse essen können und sich unterhalten können, weil viele sind alleinstehend und möchten auch mit anderen mal Kontakt aufnehmen und einiges zu klären. Der eine weiß dieses, der andere weiß das und man ist nicht die ganze Zeit alleine. Ja, Mirko steht zu meiner Rechten und wir kennen uns schon seit Wir gegen die Flut. Damals hat so hier noch ein rotes Kreuz, kein Malteserzeichen. Ihr habt damals mit dem Roten Kreuz die kostenlose Absicherung, medizinische Absicherung des Events gemacht und ihr habt gesagt, Malteser sind neu und das tun wir auch diesmal für die Tafel. Genau, das ist uns ganz wichtig. Wir haben zur Tafel eine Freundschaft seit dem Hochwasser entwickelt, eine sehr gute Zusammenarbeit und deshalb haben wir uns überlegt, die Tafel zu unterstützen mit dieser medizinischen kostenlosen Absicherung, mit der Verpflegung, um einfach zu zeigen, wir Malteser sind jetzt auch in Gera da, Malteser Nähe zählt und vor allem das Motto gemeinsam statt einsam. Die Malteser sind ja neu und so als Auftakt für unsere Tätigkeiten machen wir auch den Fahrdienst. Das bedeutet, an Weihnachten haben doch viele einsame Leute das Bedürfnis, mit Bekannten zusammen zu feiern oder die zum Beispiel auch körperlich nicht in der Lage sind, dass sie hinlaufen. Da bieten wir jetzt um Weihnachten den Fahrdienst an, sowohl Weihnachten als auch Silvester. Und da haben wir noch Kapazitäten frei. Wer da Interesse hat, gefahren zu werden, soll sich unter der jetzt gezeigten Telefonnummer melden. Wir sind gerne bereit, das zu machen. Ja, neben mir steht jetzt Carla Fischer, die hat eben mitbekommen, was wir gedreht haben. Schlagerfan. Ja. Ohne Ende. Und sie möchte, hat gesagt, ich will unbedingt mal im Fernsehen erzählen, wie ich mit der Tafel Gera zufrieden bin. Ja, ich bin sehr zufrieden. Seit ich hierher gehe, bin ich wirklich richtig zufrieden. Ich bin auch froh, dass andere Leute hierher gehen, dass ich schon Freunde gefunden habe, auch wenn es nicht so gut ist manchmal. Aber ich habe kein Problem damit, weil es gibt nette Leute, es gibt auch, naja, böse Leute, sage ich mal nicht, aber unhöfliche Leute. Und ich freue mich, dass ich mal in die Kamera gehen darf und ich habe auch kein Problem damit, ich wollte öfters gehen und ich bin einfach zufrieden mit der Tafel, richtig zufrieden. Ich glaube, die Tafel spielt so eine wichtige Rolle in unserer Stadt, leider muss sie diese spielen, aber die ist wenig im Bewusstsein der Menschen. Ja, die ist wenig im Bewusstsein, weil das ist ein Thema, das verdrängt man gerne, es findet nicht statt. Und genau mal für diese Veranstaltung der Tafel zu helfen, dass die ins Bewusstsein gerückt wird, dass viele Leute sehen, was wir hier leisten müssen, was Giselda Schädlich mit ihrem Team Tag für Tag, wirklich Tag für Tag leistet. Und da war für mich klar, wenn wir jemanden unterstützen, neben vielen anderen, die es auch nötig hätten, aber in dem Fall bitte für unsere Tafel in Gera.
Wir wollen natürlich auch helfen, eine neue Location zu finden, die zentral ist. Und was wollen wir noch tun für die Tafel? Also erstmal, ich glaube, wenn wir vielleicht, das wäre schon das Beste, eine neue Location zu finden, wo die Tafel eine Heimstätte findet, die von den Arbeitsbedingungen her für die Leute, die hier im Ehrenamt Tag für Tag arbeiten, besser ist, die von der Zuwegung her für die Bedürftigen, die hierher kommen, besser ist. Ich glaube, da hätten wir alle was gekonnt, weil jeder Euro, und das glaube ich, muss man sich immer wieder ins Bewusstsein rücken, jeden Euro, den die Tafel umsetzt, die akquiriert sie ausschließlich aus Spendengeldern. Also, und diesen Kampf ein bisschen zu erleichtern, ich glaube, dafür lohnt sich es, gemeinsam zu kämpfen. Okay, das heißt, eine bessere Strukturierung der Tafel, eine bessere Location, die zentral gelegen ist, dass die Leute nicht mehr in den Bus steigen müssen. Heißt, mehr Einnahmen, haben wir eben schon mal gesagt. Und was wir auch absolut nach außen zeigen wollen, die Tafel innerhalb des Tafel-Events. Wir werden nämlich ganz viele Bedürftige aus Gera, die von vielen Organisationen ausgesucht werden, dort kostenlos beköstigen, denen zu trinken geben, sodass wir praktisch auf dem Tafel-Event den Tafelgedanken nochmal wieder mitverfolgen. Also ich glaube, und das ist das, worauf ich mich so freue, dass Menschen, die sonst eher am Abseits sind in der Gesellschaft, die nicht so wahrgenommen werden, dass wir die mal einen Tag wirklich in den Mittelpunkt rücken, dass die merken, die sind genauso viel wert wie jeder andere, wie ich, wie du, und dass die sich nicht verstecken müssen. Und an so einem Tag denen das Gefühl mal ganz bewusst zu geben, ich glaube, dafür lohnt sich die Arbeit, die wir dafür reinstecken. Das glaube ich auch. Und wie gesagt, Giselda Schädlich, eine Frau, die uns begeistert mit ihrem Engagement. Was sagst du abschließend dazu? Wir freuen uns richtig drauf und hoffen wirklich, dass sehr, sehr viele Menschen kommen.